Ich finde es zunächst erstmal interessant, versuchen zu verstehen, was das für ein Blickwinkel ist, den Sie da drauf werfen und wie sich dieser Blickwinkel vielleicht auch herleitet. Wir haben jetzt eben schon sozusagen in unserer kleinen Einführung in die Geschichte der Oktoberrevolution über die Motive der Akteure damals gesprochen und konnten ja zunächst erstmal sehen, dass die Revolutionäre, die damals gehandelt hatten, ja eine sehr innerweltliche Motivation hat. Sie hatten den Anspruch, quasi gegen Ausbeutung und gegen Elend und Not anzugehen. Sozusagen steht im Untertitel zu Ihrem Vortrag, dass es um eine Ideengeschichte gehen wird und Revolution und Erlösung deutet an, dass es ja um religiöse Motive auch gehen wird. Wie kommt denn so eine Fragestellung zustande? Ja, die religiöse Motivation für die revolutionären Bewegungen ist ein kompliziertes Thema. Und zwar auf der einen Seite, weil die religiösen Motive, die es in der revolutionären Bewegung gibt, also zum Beispiel, dass nicht nur der unmittelbare Hunger besiegt werden soll, sondern dass gegen jede Form von Ausbeutung und Unterdrückung in der Perspektive vorgegangen werden soll. Oder dass während der russischen Revolution nicht nur der konkrete Erste Weltkrieg beendet werden sollte, das war ja ein großes Thema, sondern dass jede Form von imperialistischer Politik beendet werden soll. Also dieser weitere Horizont, dass das ein Horizont ist, der sehr viel mit dem christlichen Erlösungsglauben zu tun hat. Und kompliziert wird das Thema dadurch, dass dieser religiöse Horizont, also dieses religiös stark aufgeladene, die innerweltlichen Probleme überschreitende Ziel, häufig auch dazu benutzt wurde, um die revolutionären Bewegungen als eine verkappte Religion zu kritisieren. Und was mich daran interessiert, ist, dass auf der einen Seite man ideengeschichtlich durchaus sehen kann, dass es diese Bezüge zum christlichen Glauben, zur christlichen Erlösungshoffnung in den revolutionären Bewegungen durchaus gibt. Und zwar von Anfang an, seit sie sich gegründet haben, dass sie selber auch aus solchen religiös motivierten Bewegungen teilweise hervorgehen oder sich in ihrer eigenen Geschichtsschreibung darauf beziehen. Also denken wir nur an die Bauernkriege und Thomas Müntzer zur Zeit der Reformation. Und dass andererseits das Ganze aber eben mit einem ganz starken Atheismus verknüpft wird. Und mich interessiert nun, wie dieser Atheismus, der kein höheres Wesen, ja, also wenn Sie an die Internationale denken, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun, der dieses Innerweltliche mit dem transzendenten Ziel in Verbindung bringen will. Und diese Motivlage interessiert mich, und zwar jetzt nicht unbedingt aus dem klassischen Motiv heraus einer Diskreditierung dieser Bewegung, sondern aus dem Versuch heraus zu verstehen, wie eine Orientierung auf geschichtliches Handeln überhaupt möglich wird. Also wie wir uns vorstellen können, dass eine gesellschaftliche Situation, in der wir uns befinden, tatsächlich verändert werden kann. Und meine Überzeugung ist, dass dazu tatsächlich solche übergreifenden, weitergehenden Ziele benötigt werden und dass man das auch an den revolutionären Bewegungen und insbesondere an der russischen Revolution sehen kann. Wenn Sie nun nach religiösen Motiven und ja sozusagen in dem Revolutionsgeschehen Ausschau halten und in dem Zusammenhang eben zu versuchen, eine Ideengeschichte des Kommunismus zu rekonstruieren, dann gehen Sie ja noch viel weiter zurück als die Oktoberrevolution selbst. In Ihrem Ankündigungstext ist zu lesen, dass die Geschichtsphilosophie von Hegel offensichtlich gewirkt hat, auch im Zusammenhang mit der Oktoberrevolution. Nun war ja Hegel ein Philosoph, der sich mit einer anderen Revolution sehr auseinandergesetzt hat, nämlich mit der Französischen Revolution. Die Französische Revolution hat ja da die ganze Zeit unglaublich geprägt und hat auch den Bezugspunkt des abstraktesten und philosophischen Denkens irgendwie gebildet. Inwiefern ist bei Geschichtsphilosophie und Zeit der Französischen Revolution, inwiefern spielen denn da auch religiöse Motive wiederum eine Rolle? Naja, wir müssen sehen, dass die Französische Revolution oder die bürgerlichen Revolutionen überhaupt, aber insbesondere die Französische Revolution, die Folie für das marxistische Revolutionsverständnis waren. Also wenn davon gesprochen wurde, was eine Revolution ist, dann war das Erste, was den Leuten in den Sinn kam, war die Französische Revolution. Und die Frage war dann immer, wie kann diese Art von Revolution wiederholt, wie kann sie verändert, wie kann sie in eine proletarische, in eine soziale Revolution umgewandelt werden, was ist da die Differenz? Und Hegel, da haben Sie vollkommen recht, ist in seiner ganzen Geschichtsphilosophie sehr stark geprägt von der Französischen Revolution. Die Französische Revolution spielt für Hegel deswegen so eine große Rolle,
weil er der Überzeugung ist, dass Geschichte eigentlich darin besteht, der Freiheit zur Verwirklichung zu verhelfen, dem Bewusstsein der Freiheit. Das ist ein philosophisches Argument, das da im Hintergrund steht. Das philosophische Argument geht kurz zusammengefasst so, dass wenn wir von Geschichte im emphatischen Sinn sprechen, also von Geschichte nicht nur sprechen im Sinne einer Chronik, was ist geschehen und was ist erst passiert und was ist dann passiert, wo man ja auch Naturgeschichte, also was weiß ich, Vulkanausbrüche, Klimaveränderungen mit einbeziehen könnte, sondern wenn wir von Geschichte sprechen als wie Menschen sich auf die Situation, in der sie leben, beziehen und diese verändern wollen, dann spielt dort immer die Freiheit eine Rolle, weil die Freiheit, die freien Handlungen, es sind, die es überhaupt ermöglichen, die Situation, in der man lebt, zu verändern. Das ist die Idee, die Hegel hat, und deswegen sagt er, wenn wir Geschichte als eine Wissenschaft begreifen wollen, als etwas, wo es wirklich etwas zu verstehen gilt, dann müssen wir verstehen, dass sich in dieser Geschichte diese freien Handlungen auswirken und dass das eigentliche Ziel der Geschichte darin bestehen muss, diese Freiheit nun nicht nur wirken zu lassen, sondern sie mit Bewusstsein wirken zu lassen. Und da gibt es zwei große Etappen, die zu dieser Bewusstwerdung der Rolle der Freiheit führen. Das ist zum einen die Reformation und zum anderen die Französische Revolution. Ja, die Reformation, die eine Veränderung im Verhältnis des Menschen zu seiner sozialen Situation, aber da sehen Sie auch schon, zu Gott hat, bewirkt hat. Und auf der anderen Seite die Französische Revolution, die das Ganze nun versucht, in ein politisches System zu übersetzen. Und das ist natürlich den vielen Leserinnen und Lesern von Hegel durchaus aufgefallen, dass es da dieses Moment gibt, an ein Ziel zu kommen, einen anderen Zustand zu erreichen, nämlich die Verwirklichung der Freiheit. Und Hegel selber spielt da immer wieder mit den religiösen Motiven. Also da findet schon eine ganz starke Säkularisierung des christlichen Glaubens statt, indem Hegel auf der einen Seite sagt, der christliche Glaube, insbesondere mit der Reformation, führt dazu, dass das Individuum sich als etwas Besonderes begreift, als etwas, was zur Freiheit begabt ist, das aber gleichzeitig mit anderen in einem sozialen Zusammenhang, in Gesellschaft oder Gemeinschaft verbunden ist. Und die Frage ist nun, wie dieses im Zusammenhang stehen, als ein freies im Zusammenhang stehen gelebt werden kann. Und dadurch haben sie das Motiv eines, in gewisser Weise eines Endes der Geschichte insofern, als es zu dieser Bewusstwerdung der Freiheit kommt, was aber nicht das Ende von geschichtlichem Handeln überhaupt bedeutet, sondern in einen anderen Modus überzugehen, geschichtlich zu handeln, nämlich mit Bewusstsein frei zu handeln. Und diese Motivlage ist etwas, was sie dann in den revolutionären Bewegungen auch wiederfinden, also die vom Marxismus inspiriert sind, weil es bei Marx und den Marxisten auch darum geht, sich die soziale Situation anzueignen. Also darüber zu bestimmen, wie in einer Gesellschaft produziert wird, wie der Reichtum einer Gesellschaft verteilt wird, wie Arbeitsteilung organisiert wird. All das sind ja Motive, um die es geht. Und das ist immer noch im Kontext dieser hegelischen Verwirklichung der Freiheit verstehbar. Nun haben Sie ja sozusagen diese Rekonstruktion des religiösen Motives im Revolutionsgeschehen so rekonstruiert, dass Sie sagen, es gibt sozusagen einen jenseitigen Drang in der Revolution, in dem es nämlich einen weiteren Horizont gibt, in dem es sozusagen überhaupt ein Jenseits von Ausbeutung und Herrschaft gibt. Und Sie haben das jetzt eben mit dem Begriff der Freiheit sehr stark gemacht. Ich finde, das ist im Zusammenhang mit den bürgerlichen Revolutionen und auch mit Hegel und der französischen Revolution, finde ich das sehr nachvollziehbar. Für mich kommen dann so ein bisschen Verständnisprobleme zustande, wenn es dann tatsächlich um Marx und die historische Arbeiterbewegung geht. Sie hatten das ja selber schon angedeutet, dass es da ja einen Atheismus gibt und Ihr Motiv richtig verstehe, dann ist ja in diesem Atheismus selbst sozusagen so etwas Religiöses angelegt. Wenn man jetzt Marx selber nimmt, dann stammt ja von ihm der berühmte Satz, ich kann es jetzt nicht direkt zitieren, aber im übertragenen Sinne, dass die Kritik der Religion die Voraussetzung für jede Gesellschaftskritik ist. Wenn man diese explizite Religionskritik nochmal nimmt und sozusagen das explizite Selbstverständnis der Innerweltlichkeit, also da würde ich nochmal nachfragen, wie geht es dann zusammen, dass da die Religion sich wieder einschleicht quasi? Naja, wir müssen sehen, dass schon bei Hegel, wie gesagt, das Motiv der Säkularisierung sehr stark ist. Also der Gott der Philosophen ist nicht der Gott des Glaubens,
sondern es geht darum, sich zu fragen, welchen Punkt die Religion mit ihrem Gottesbegriff, mit ihrem Hinweis auf die Transzendenz, also auf das, was unsere Situation überschreitet, welchen Hinweis die Religion für Geschichte und für sozialen Zusammenhang überhaupt liefern. Und das kann man jetzt in der Diskussion nach Hegel, zu der Marx und auch das von Ihnen angeführte Zitat gehören, kann man sehen, dass die Junghegelianer oder auch Linkshegelianer, wie sie genannt werden, dass die erstmal anfangen, darüber zu diskutieren, in was für einer Staatsform kann sich das, was Hegel als das sozusagen philosophische oder aufklärerische Erbe des Christentums beschreibt, in welcher Staatsform kann sich das verwirklichen. Die Hoffnung war, dass der preußische Staat sich immer weiter in eine Richtung entwickelt, in eine Republik, eine konstitutionelle Monarchie mit einer Verfassung, in der dieses christliche Moment gar nicht mehr als religiöses Moment gedeutet wird. Also man glaubt nicht mehr an einen Gott, der tatsächlich im Himmel wohnt und die Menschen steuert, aber in dem dieses Moment einer christlich geprägten Beziehung zu den anderen Menschen und zur Gesellschaft und zum Gemeinsamen, in dem das verwirklicht werden kann. Und die historische Entwicklung war dann so, dass die Entwicklung in Preußen all diesen Hoffnungen widersprochen hat, sodass es da eine große Enttäuschung gab. Und insofern kam hier ein Interesse an der Auseinandersetzung mit der christlichen Religion, also was ist ihr tatsächlicher Kern, ist das der Glaube oder sind das diese sozialen Motive, kam zusammen mit einer politischen Enttäuschung und das führt zur Kritik der Religion. Das heißt, die Kritik der Religion, wie wir sie bei Marx finden, ist schon eine Kritik der Religion im Sinne eines blinden Glaubens, in eines Überzeugungssystems, einer Unterordnung unter transzendente Mächte. Aber sie hat eben immer noch dieses Motiv auf einen anderen Zustand hin. Ja, und das könnte man jetzt einen paradiesischen Zustand oder den Zustand am Ende der Zeit oder den Zustand der Wiederkunft des Messias, ja, also all diese Motive oder Metaphern könnte man dafür verwenden. Und die spielen deswegen immer noch eine große Rolle, weil es eben um die Überwindung der Gegenwart geht. Es geht im Gegensatz zu einer reformistischen Politik, der revolutionären Politik, einen radikalen Wechsel herbeizuführen. Und deswegen stößt bei diesem radikalen Wechsel die Innerweltlichkeit immer an ihre Grenzen. Man kann Motive haben, die aus der Innerweltlichkeit herauskommen und man kann auch Ansätze haben, die sich aus der Innerweltlichkeit entwickeln. Aber was diesen Bewegungen ihr utopisches Potenzial gibt, ist immer etwas, was darüber hinausweist. Eben das Ende von Ausbeutung überhaupt oder das Ende von Herrschaft und von Unterdrückung überhaupt. Und dieses Moment gilt es festzuhalten. Und das bedeutet nur nicht, dass jetzt wieder ein religiöser Glaube aufgerichtet wird. Aber man muss schon verstehen, wie dieses Moment, das dort festgehalten wird, wie dieses Moment überhaupt, naja, ich will mal sagen, aufrechterhalten werden kann, ohne wiederum in einen naiven Glauben zurückzufallen, dass sich Gesellschaft am Ende aus allen Konflikten heraus in ein einfach friedliches Zusammenleben auflöst. Und das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, vor der die revolutionären Bewegungen stehen. Ich denke, dass diese Schwierigkeit, dass wir auf die auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen werden. Jetzt wollte ich aber noch einmal fragen, weil Sie ja diesen Vortrag halten im Rahmen einer Reihe über die Oktoberrevolution, linke Gruppen in Leipzig, die sich eben ja auseinandersetzen wollen mit der Geschichte der Oktoberrevolution und die auch ihre Schlüsse draus ziehen möchten. Wenn es jetzt um die Oktoberrevolution explizit geht, inwiefern würden Sie da auch sozusagen wieder dieses religiöse Moment im Revolutionsgeschehen ausmachen? Wie äußert sich das da explizit? Ja, zum einen ist es so, dass es eine große Diskussion gab in der russischen Sozialdemokratie schon. Es gab ja schon die Revolution von 1905, die ist in den Augen der Akteure eigentlich mehr oder weniger gescheitert. Und da hat sich schon eine Diskussion entspannt, inwiefern in Russland eine Revolution stattfinden kann, ohne dieses starke religiöse Motiv. Also Nationalisten, Religiöse, die orthodoxe Kirche in den Vordergrund schieben wollen, die aber sich durchaus immer noch als Sozialrevolutionäre verstanden haben, haben die dominante marxistische Strömung diskutiert dafür, dass sie zu wenig auf das Potenzial der christlichen Orthodoxie, der russischen Orthodoxie eingeht. Und
Das hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass Autoren wie Anatoli Lunatorsky Bücher geschrieben haben, die hießen Sozialismus als Religion. Und Lunatorsky war nun einer der marxistischen Autoren, einer der, der dann auch nach der Revolution Volkskommissar für Bildungsfragen und für Kulturfragen geworden ist. Also eine durchaus einflussreiche Persönlichkeit. Und der schreibt ein Buch Sozialismus als Religion. Durchaus mit einer atheistischen Stoßrichtung, ja. Also dafür ist er von denen, die der Orthodoxie näher waren, kritisiert worden. Aber da sieht man schon, dass diese Frage, was machen wir eigentlich mit der Religion, was tritt an die Stelle der Religion, etwas war, was 1917 noch gar nicht so entschieden war, wie es dann später geschehen ist. Und etwas, was sich, glaube ich, auch in der Aufarbeitung der Revolution lohnt anzuschauen, weil viele dieser Motive, obwohl sie dann mehr oder weniger untergehen, immer noch eine Rolle dabei spielen, was macht man jetzt in Zeiten des Konfliktes, ja? Also wenn die Revolution nicht so vorangeht, wie sie vorangehen soll, und ist dann tatsächlich Terror die einzige Lösung oder gibt uns diese ganze weite Tradition an religiösen Möglichkeiten, Gesellschaft zu verändern, die es ja auch schon vorher gab, ja, also die in den religiösen Texten ja auch aufgehoben sind, gibt uns das Hinweise dafür, wie eine Revolution auch anders gedacht werden kann als die bolschewistische Revolution, die dann ja mit einer gewissen Zwangsläufigkeit, würde ich sagen, auch im stalinistischen Terror geendet ist. Genau, in diese Richtung würde auch so ein bisschen meine letzte Frage zielen. Sie schreiben in Ihrem Ankündigungstext, und das haben Sie auch vorhin schon erwähnt, dass sozusagen ja die Feststellung eines religiösen Motivs im Revolutionsgeschehen, dass das oft ein Argument gegen den Kommunismus ist. Also das kenne ich eben aus verschiedenen Texten, die so im Zusammenhang mit der Totalitarismustheorie stehen, dass man da sagt, in dem Moment, wo Menschen sich da dran machen, eine Utopie zu verwirklichen, die eventuell auch mit religiösen Motiven dann noch aufgeladen ist. Wenn sich Leute daran machen, dann muss das zwangsläufig eben, wie Sie das auch angedeutet haben, als eine Position, dann muss das zwangsläufig eben in einer Schreckensherrschaft enden. Jetzt haben Sie am Ende angedeutet, dass es, glaube ich, wenn ich das bei Ihnen richtig verstehe, dass es etwas Rettenswertes auch tatsächlich gibt an diesem religiösen Anteil. Deswegen für mich als Frage vielleicht provokativ zugespitzt, wenn man im Kommunismus ein religiöses Motiv ausmacht, spricht das für oder gegen ihn? Ja, ich glaube, für oder gegen ihn kann man gar nicht so leicht sagen. Die Frage ist immer, welches religiöse Motiv und was wird damit erreicht? Es gibt auf der einen Seite das religiöse Motiv, das durchaus kritisierenswert ist, dass man so eine Art von Gewissheit produziert. Ja, also so wie man im Glauben sagt, also Gottes Wege sind diejenigen, die am Ende zur Erlösung und zum Glück führen werden, kann man auch eine geschichtsphilosophische These aufstellen, die so aussieht, dass der Sozialismus auf jeden Fall siegen wird und dass man immer auf dieser Straße zum Richtigen und zum Besseren und zum Fortschritt ist. Das ist aber gar nicht die einzige Möglichkeit, Religion in das revolutionäre Denken zu integrieren. Wenn es nämlich gar nicht um diese Sicherheit geht, sondern stärker um das Ziel, also festzuhalten, dass es darum geht, eine menschliche Gesellschaft zu bilden, in der die Menschen sich tatsächlich als Menschen begegnen können, in der so etwas wie Versöhnung stattfinden kann, dann haben sie eine ganz andere Motivlage, die dazu führt, dass sie sich anders nach Formen der Organisation des Revolutionären fragen müssen. Und dann könnte eine revolutionäre Partei auch etwas anderes sein als die bolschewistische Partei, die einfach nur auf dem Pfad zum endgültigen Sieg war, sondern sie könnte eine Form von Auseinandersetzung sein über etwas, das man als Ziel zwar abstrakt schon kennt, der transzendente Zustand der Abschaffung von Ausbeutung und Barbarei, das aber in seinem Erreichen immer nur vorweggenommen werden kann und eben vorweggenommen werden muss in solchen revolutionären Organisationen, die für sich schon versuchen, das zu leben, was der gesellschaftliche Zustand noch nicht erreicht hat. Und das ist ungefähr das, was ich meine damit, dass es in der religiösen Tradition Formen gibt der Vorwegnahme, Formen des Bezugs auf das Transzendente, auf das Überschreitende, die vielleicht doch nochmal bedenkenswert wären.